Und damit hallo und herzlich willkommen, meine freshen Homies, zu einer weiteren Folge Let's Play The Sims 3 mit mir, dem Hipster Thomas. Was wir in der, ja, in der letzten Folge wurde der Sherlock ja befördert zum Bettpfannenreiniger. Ja, das ist zwar nicht der beste Beruf, aber in der heutigen Zeit ist es gut, wenn man überhaupt einen Job hat und ein bisschen Kohle nach Hause bringt. Denn wir wollen uns ja eine neue Tapete und einen neuen Boden gönnen, da der jetzige einfach nur aussieht wie gegessen und ausgekotzt. Das ist zwar ein blöder Vergleich, aber ja. Wenn deine Sims sich für die Wunder der Wissenschaft interessieren, sollten sie mal beim Wissenschaftsinstitut Landgrab GmbH irgendwas graben. Wenn du mehrere Dinge gleichzeitig löschen möchtest, musst du bei der Verwendung der Vorschlaghammer-Tools klicken und ziehen, okay? Ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich sehr unter Zeitdruck, denn ich habe nur noch eine Stunde, das Video fertig zu machen, es zu rendern und hochzuladen. Also seid mir bitte nicht böse, wenn das Video ein bisschen später kommen sollte, aber ja, ich hätte gerne eine 100k-Leitung, aber ja, ich bin erst 15 und habe keine eigene Wohnung, also von daher. Was immer aufregt, ist, dass es immer so lange dauert zum Laden. Aber jetzt geht's. Also am Anfang ist es, dauert es länger und dann nach einer Zeit sieht man schon, wie es schneller lädt. Ich bin wirklich überrascht, wie gut diese Sims 3-Reihe ankommt. Denn die meisten freuen sich immer auf die Videos, sogar der Lukas. Der guckt sich nie Videos von mir an, aber die Sims 3, Dankeschön. Und ja, für alle, die mehr Sims-Videos wollen, ja, also ich kann halt nicht zwei Videos am Tag rausbringen, weil ich überhaupt keine Zeit dafür habe. Denn ein Video, das mache ich immer abends. Abends habe ich Zeit ohne Ende, aber auch nur für ein Video. Weil wir nur eine 16k-Leitung haben, also 16.000. Und damit kann man auch keine Wunder vollbringen. Boah, wie lange das einfach nur dauert zum Laden. Nee, lad so ein bisschen schneller. Ich bin froh, denn im Sommer bekomme ich einen neuen PC, beziehungsweise ich kaufe mir einen neuen. Ich muss halt jetzt nur sparen und in der letzten Folge sind wir irgendwo hier stehen geblieben. Sherlock ist von der Arbeit gekommen. Jetzt zoomen wir ein bisschen ran. Ah, ich sehe gerade, Fraps nimmt, hat gerade kurz unter 25 FPS aufgenommen. Das heißt, dass es ein bisschen laggen könnte. Aber jetzt ist wieder konstant bei 30. Das ist, habe ich nicht 60 eingestellt? Oh Mann, ey. Das ist immer, der geht direkt schlafen. Okay, jetzt gucken wir uns mal die Bedürfnisse an. Das ist doch die Launenanzeige, habe ich doch gesagt. Ah ja. Denn ein Klassenkamerad von mir hat mir einige Tipps dazu gegeben. Spaß könnte gebrochen, also schauen wir gleich fern. Fern hier. Fern gucken. Nee. Ja, es ist gerade mal 19 Uhr, also. Trainieren. Wieso kann man beim Fernseher trainieren? Cardio Stärke. Du willst nein. Du willst Fernsehen. Dann willst du was essen. Denn du frühstückst ja nie und Abendessen. Oh, Junge, spül doch deinen Teller, meine Güte. Muss ich ihn noch erziehen? Aufräumen. Danach. Nein, ich wollte nicht zu Sherlock. Ich wollte zum Kühlschrank. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter unten hin. Abendessen servieren, Snack essen. Erstmal öffnen. Gucken, was da so drin ist. Würstchen, Anzahl 3. Ei, mehrere, Anzahl 3. Kopfsalat, Anzahl 3. Und Käse, normal. Mehr haben wir nicht im Kühlschrank drin. Müssen wir jetzt selber einkaufen gehen oder was? Oh, das könnte ein Spaß werden. Und ist das? Taschenrechner. Nein, das ist ein Handy, das ist geil. Kann man hier auch so Partys schmeißen per Telefon? Umziehen, Klingelton ändern. Was nehmen wir? Elektrosound, Standard, mein erster Klingelton, Alarm, Flötentöne, Elektrosound. Ja, gut. Sim anrufen, Dienst anrufen, Party veranstalten. Ja, das geht, das werden wir am Wochenende machen. Nein, keine Party veranstalten. Also wahrscheinlich, das sieht aus wie ein Taschenrechner, so von oben. Jetzt gehen wir mal auf Arbeit. Wann wir denn die Party da? Oh, erst am Wochenende, ey, da freue ich, wieso spüre ich eigentlich nicht vor, ich Intelligenzbolzen. Ja, schon besser. Leistung, Logik. Schlecht. Baue die Fähigkeit Logik weiter aus. Okay, und Laune. Wunderbar. Das sieht aber noch nicht so gut aus von der Laune her. Karriere, Fähigkeiten, Inventar, Gelegenheiten, Zufriedenheit und Lebensdingsbumster, Bedürfnisse. Hygiene. Oh, duschen muss der Kerl sich auch noch, ey. Aber dann, wann fängt die Arbeit an? Warte.
Pause. Jetzt gucken wir mal, ob wir eine Cappuccino-Maschine kaufen können, denn der kann ja nicht die ganze Nacht schlafen. Badezimmer, Küche wahrscheinlich, ne? Ja, ich war schon auf Küche, ich Intelligenz Bolzen. Alarmanlagen, nein. Lampen, nein. Kleine Geräte. 280, das ist heavy, das ist wirklich heavy. Ist das überhaupt eine Kaffeemaschine? Oder ist das nur ein Mixer? Ah, damit kann man kochen. Ja, ich will eine Cappuccino-Maschine. Nanowelle, was ist das? Das ist eine Pizza und Possenmikro. Was ist das? Heißgetränkeautomat. Oh, 1100. Oh, da müssen wir ja im Lotto gewinnen, ey. Ah, oh, das wird heavy, das wird echt heavy. Live-Modus. Jetzt wieder hohe Dings. Vollkommen ausgeruht bis 3.30 Uhr? Wirklich? Warte. Hä, Energie war doch gerade. Ach, Hunger ist. Ah, ja, jetzt. Das werden wir jetzt. Sherlock ist ein Glückspilz. Er fühlt sich pudelwohl und hat den. Und hat das Glück meist von morgens bis abends geachtet. Fahre mit der Maus über die Einträge in der Simologie, über die Vorteile der einzelnen Merkmale zu erfahren. Okay. Duschen, essen. Dann kann er auf Klo gehen. Nee, da. Ja. Trotzdem gehst du dann auf Klo. Und erster Stock. Dann siehst du ein bisschen Fernsehen. Und wir werden wie immer ein bisschen angeekelt. Alles, was abscheulich aussieht oder schmeckt Ekel-Sims an. Es ist also besser, sie davon fernzuhalten wegen ekelhaften Essen. Ja. Hat er gerade gegessen? Hä? Will er einen verarschen? Ach, der hat erst gespült, ne? Lol. Ja, da muss das Fernsehen hier weg. Ach, ich habe gar nicht auf Frühstück essen. Waffeln. Ja, Waffeln sind immer gut. Wir werden wieder vorspulen. Der Sherlock ist gerade am Duschen, ne? Das Duschen geht, glaube ich, schneller als das Baden. Schätze ich mal, denn das ist eigentlich relativ logisch. Und die Lautenanzeige ist unbehaglich. Das ist. Ja, Digga, geh essen, Mann. Frühstück essen, Waffeln. Ja, beeil dich doch. Weißt du? Der beschwert sich, aber solange wir in deinem Badezimmer zu bringen, ey, wie so eine Frau, ey. Ja, komm, spul ein bisschen vor. Oh, oh, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ja. Schade, dass es hier keine Snickers gibt. Möchte Meisterkoch und Küchenprofi und Gourmetkoch werden. Nein, mein Freundchen, du wirst Polizist und dann wirst du Detektiv und dann arbeitest du in der Kriminalpolizei. In Ofen zubereiten, Waffeln essen, ja. Mach doch endlich. Ja, wurde auch Zeit, Digga. Wieso ist denn die FPS-Zahl unter 25? Das ist nicht gut. Denn das menschliche Auge ab 25... Ja, was stehst du hier rum wie ein Zombie? Aufräumen und Spaß fernsehen. Meine Güte, ey. So schwer vom Begriff und die Arbeit holt uns wann ab? Um 9 Uhr, das müssen wir eigentlich hinbekommen, ja klar. Boah, erst Mittwoch, ey, überhaupt noch kein Wochenende. Die Fahrgemeinschaft ist etwa in einer Stunde da. Ja, das interessiert mich nicht. Der Sherlock braucht Spaß, damit er befördert wird. Oder was wir jetzt mal brauchen, ist Logik. Was läuft da jetzt schon wieder für eine Scheiße, ey? Lustig. Okay. Wir müssten jetzt bald... Ja, wir werden abgeholt, beziehungsweise... wieso steigt denn der Spaß da so überhaupt nicht? Das ist überhaupt nicht gut. Und sitzen kannst du die auch in... Kannst du die auch abstreichen, denn du wirst jetzt arbeiten. Ich komme überhaupt nicht mit der Steuerung hier klar, ey. Oh je, die Rechnung. Muss in einem Tag bezahlt werden, okay. Rechnung bezahlen. Das kannst du nach der Arbeit machen. Und wir werden jetzt vorspulen. Denn wer guckt sich gerne einen Sim bei der Arbeit an? Aber 6 Stunden dauert das und nachdem du die Rechnung bezahlt hast, wirst du in die Bücherei gehen, denn du willst befördert werden als Bettfan. Sherlock ist sehr ehrgeizig und daher wird er auch schneller befördert als andere Sims. Fahre mit der Maus über die Einträge in der Simologie, um die Vorteile der einzelnen Merkmale zu erfahren. Okay, das freut mich, dass er ehrgeizig ist, denn er muss befördert werden. Oh, wieso leckt das denn, meine Güte? 16 FPS ist kacke. Steig FPS-Zahl. Ah, das geht überhaupt nicht gut. Das geht überhaupt nicht gut, ey. Aber was ist denn jetzt los? Habe ich nicht 60 FPS eingestellt oder habe ich wieder umgestellt? Ich weiß es nicht.
suchen wir die Bücherei. Und wenn ich wüsste, wo die Bücherei ist, hier ist auf jeden Fall so ein Hallenbad. Warte, war das nicht die Bücherei oder war es das Fitnessstudio? Malerei, ich will doch nicht malen, Digga. Ich meine, es war irgendwo rechts, so hier im Rathaus. Heute kann niemand am Demonstrieren, okay. Ich weiß gar nicht, wofür die demonstriert haben. Interessiert mich auch nicht. Was steht denn hier unten? Weiß ich nicht. Kann man nicht anklicken. Also weiter. Was ist das für ein hier Gebäude? Gesetzeshüter. Oh, das will ich werden, Digga. Das will ich werden. Scheiß auf Medizinkarriere. Gesetzeshüter. Willkommen. Was ist das hier? Papyrus-Bibliothek besuchen. Das werden wir... Alter, was ist denn mit der FPS-Zahl los? Meine Güte, ey. Wir nehmen schon 10 Minuten auf. Ich will ja auch nicht, dass die FPS-Zahl zu niedrig ist, denn das seht ihr dann nicht als flüssiges Bild an und... Mann, ey, was ist denn los? Digga, ey. Ja, dann müsst ihr mich entschuldigen, falls es wirklich längen sollte, dann... Ich versuche es in der nächsten Folge irgendwie zu beheben, aber ich weiß nicht wie. Ja, ist mir jetzt so egal. Die heutige Folge wird leider nur eine Viertelstunde lang, da ich das Video ja noch rendern muss und noch hochladen. Also kann es sich um Verspätungen handeln. Jetzt gucken wir mal. Ja, Sherlock müsste gleich fertig sein. Heute machst du keine Überstunden. Bringt dir nichts. Kann man noch näher ranzoomen? Kann man reinzoomen? Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Bug, ey? Wie sich da drin anhört, ey. Das haben die schon schön gemacht. Was ist hier unten? Das ist das Sim-Fenster. Glücklich. Heute ist der Glückstag von Sherlock. Wer weiß, was dieser Tag sonst so Schönes beibehält. Das freut mich, Sherlock. Jetzt Rechnung bezahlen, Gesetzeshüterkarriere starten und lesen. Ich meine, du hast Spaß am Lesen. Ich glaube es zumindest. Was bringt dir denn sonst so Spaß? Kaufmodus. Jetzt gucken wir mal. Dann für die Gesetzeshüterkarriere muss der Sherlock fit sein. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Büro. Ja, da sieht doch. Ah, wieder 30 FPS. Schön, nice one. Aktivitäten im Haus. Oh, so teuer. Ich will aber nicht Motherload benutzen. Ich cheate nicht. Was sind das für Steine? Kann man die verkaufen? Geil. Wie verkauft man die? Mit entfernen? Tatsächlich. Was brauche ich Steine, ey? Hier so kein Mensch an, ey. Entfernen. Kann nicht gelöscht werden. Oh, na super. Ja, dann irgendwie hier. Da werde ich alle Zeitungen lagern. Und wir werden jetzt weiter mit Kaufmodus machen. Als nächstes werde ich sparen für ein Laufband. Ja, komm, beeil dich, Schöler. Komm nach Hause. Ah, da bist du ja auch schon. Und wieder normale Geschwindigkeit. Jetzt bezahl die Rechnung und zieh dich um. Meine Güte, ey. Wie der hier rumläuft. Athletisch, Badebegleitung, Badeschlafanzüge, ihr Alltag. Ja, nice one. Hast du ja schon umgezogen. Jetzt fahr los und wieder ein Taxi. Taxis sind hier anscheinend umsonst, wie ich sehe. Die wird dir 40 die Stunde. Weißt du, wie viel mehr das ist als bei diesem blöden Dings da, bei dieser Karriere, bei dieser Medizinkarriere? Verbrechen finden sich in allen Gesellschaften und einige wenige mutige Sims haben es sich zur Aufgabe gemacht, dem Verbrechen Einhalt zu bieten. Eine Karriere in der Strafverfolgung erfordert körperliche Fitness, hervorragende analytische Fähigkeiten, das richtige Auftreten und einen guten Partner. Karriere annehmen. Yes. Dein Zimmer hat jetzt einen Job. Damn, thanks, bro. Ach ja, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ihr habt ja gemerkt, dass es schon seit 2 Wochen kein Intro mehr gibt und ja, warum? Denn Lukas, der wollte sich ja um die Intro kümmern, das ist ja fertig, aber der muss das, glaube ich, noch zu einer Excel-Datei machen. Ich habe sowieso keine Ahnung davon, also von daher, er ist der Techniker hier auf dem Kanal, ich bin der Unterhalter und Leon ist der Counter-Striker. Der Counter-Striker-Biatch. Effektives Lernen, okay. Gemütlich. Was willst du machen? Geschichten einer werdenden Mutter? Wirklich? Alter, du willst doch keine Hebamme werden, ey. Richtiger Sherlock, ey, mit so einem richtig geilen Sessel. Und das ist ein Hippie, Alter. Den willst du nicht kennenlernen. Mal gucken, wer noch so ist im Dings. Ach, Rechtsklick war das, glaube ich. Ja, Rechtsklick war das.
Yeah, ich komme langsam mit der Steuerung klar, das freut mich. Das freut den Thomas doch. Was ist hier? Das sieht so wie so eine Kinderecke aus. Das sieht aus wie der Sekretär. Marty Keaton. Magnetische Anziehungskraft, auch das Buch. Und der Jage Priority. Hä? Geh nur nach oben. Oh, das ist immer diese Logik der Maus hier. Hier, du willst spielen. Nein, nee, falscher Knopf, so. Hier geht es. Oh, so ein Bücherregal will ich mir auch irgendwann gönnen. Nein, lesen nicht. Ja. Ich hoffe, das müsste doch eigentlich steigen, oder? Ist das so ein Fähigkeitslevel? Ich weiß es nicht. Keine Interaktion verfügbar. Was war das denn? Hä, der pennt im Stehen. Was ist denn das für ein Mirai? Das kann auch nur in dem Spiel Sims passieren, jetzt ohne Mist. Ich nehme schon 15 Minuten auf. Ich würde auch schon sagen, das war's dann für die heutige Folge. Denn die Folge soll ja einigermaßen pünktlich rauskommen. Und bis zu... Falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir ja ruhig einen Daumen nach oben da lassen. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen, damit wir wirklich endlich diese 100 Abonnenten-Marke knacken. Und das 100 Abonnenten-Special rauskommen kann. Also sagt euren Freunden, Verwandten... Was weiß ich, alles, eure Feinden oder sagt allen Bescheid, der Kanal Player Gaddon, sind coole Typen drauf. Über einen Kommentar würde ich mich auch jetzt mal wie immer freuen, denn dann sehe ich, dass die Menschen sich auch wirklich meine Videos angucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.